Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfans, zum Mangigos Fan TV. Die Winterpause ist also zu Ende. Wir sind heute beim Spitzenspiel der Frauen 2. Liga Ost-Süd, der zwischen den Corinthians Soccer Women's und der zweiten Mannschaft der Sturm Graz Frauen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Wir wünschen ein faires und spannendes Spiel. Geleitet wird heute das Spiel von Herrn Kurt Kertel. Halbzeit im Spiel Corinthians Soccer Women SK Sturm Graz 2:2-0. 10 Minuten Pause, in der Zwischenzeit gibt es frisches Villa-Habieren, Goal und natürlich auch frischen Leberkäse oder Schinken im Jausneck. Und nach 10 Minuten geht es dann zur zweiten Halbzeit.
im Spiel gegen die Corinthians Soccer Women SK Sturmgratz 2:6:0. Nochmals die Torschützinnen, zweimal Anna Malle, zweimal Kaya Jessen, einmal Anna Modre und einmal Katharina Naschmeng. Das nächste Heimspiel unserer Damen findet statt am 19.04. gegen Neulengbach 1b. Wir danken heute für Ihren Besuch, hoffen natürlich auch auf Ihre Unterstützung dann im Spitzenspiel am 19.04. gegen den derzeitigen Tabellenführer Neulengbach 1b. Wir wünschen heute noch einen schönen Sonntag, den Gästen und allen anderen eine gute Heimfahrt und wie gesagt, nächste Partie am 19.04. Aber schon früher findet von der Heimmannschaft das Gut. Heute das erste Spiel der Corinthians Soccer Women hier in Glanegg. Die Corinthians Soccer Women gewannen 6:0 gegen Luf Sturm Graz. Und bei mir ist jetzt einer, der auf allen Kärntner Sportplätzen immer wieder zu finden ist, Franz Danscher. Franz, wie hast du dieses Spiel heute gesehen? Ja, man muss sagen, die erste Halbzeit war schon sehr spannend, weil da hat es einige Chancen für unsere Frauen gegeben. Aber natürlich, wie es halt ist, bis es zu einem Tor kommt, dauert der Zeitung, aber ich glaube, sie haben überzeugend gewonnen. Ja, bei den Corinthians Soccer Women spielen ja einige Nationalspielerinnen. Du kennst dich da gut aus. Welche waren das? Na, es waren zwei Slowenerinnen, die im Nationalteam spielen, in Slowenien, und drei im Nationalteam von Österreich in der U19. Die Male Anna ist für mich eine, die sicherlich eine Verstärkung in dieser Mannschaft da ist. Ja, also diese 6:0, es war ein Geduldsspiel, es hat lange gedauert bis zu einem 1:0, aber schlussendlich geht diese 6:0, glaube ich, auch deiner Meinung nach in Ordnung. Ja, ja, sicherlich, ganz gut. Und ich hoffe, dass sie auch aufsteigen, ne? Um das geht es ja. Derzeit sind sie Zweiter, aber ich denke, sie werden sie schon zubehalten, ja. Ja, wir hoffen alle, dass es weitergeht. Wie denkst du darüber? Ja, punkten müssen sie natürlich nicht. Wenn sie jetzt weiter so gut spielen, nachher bin ich sicher, dass sie den Aufstieg schaffen. Ja, und das nächste Heimspiel ist ja gegen Neulengbach 2, genau. Gegen den momentanen Tabellenführer. Siehst du da auch Chancen? Ja, natürlich. Zu Hause muss ja praktisch gewinnen. Ne? Wenn du die Partie gewinnst, nachher kann man schon sagen, werden sie aufsteigen. Ja. Vielen Dank, Franz Danscher, für das Statement. So, bei mir darf ich jetzt begrüßen den Herrn Skornczek, den sportlichen Leiter der Corinthians Soccer Women. Die Frage lautet, wie wird es mit den Corinthians Soccer Women weitergehen? Gibt es schon Möglichkeiten? Ja, Möglichkeiten gibt es immer. Wir spielen in der zweiten Liga tolle Spiele und sind bemüht, dass wir mit dieser Mannschaft wieder dorthin kommen, wo wir hingehören, nämlich in die erste Bundesliga. Ja, und so sollte es auch sein. Das nächste Heimspiel ist ja gegen Neulengbach, die zweite Mannschaft. Sieht man da Chancen? Ja klar, wir sehen gegen jeden Gegner Chancen. Und das ist wichtig, nicht? Das sportliche Ziel ist ja der Wiederaufstieg in die Bundesliga. Wie sehen Sie das? Ja, der sportliche Aufstieg ist der Wiederaufstieg, aber als Erster, nicht als Zweiter, sondern als Meister. Ja, und dazu wünschen wir euch allen viel Glück und Erfolg, dass wir euch dann in der nächsten Saison wieder als Bundesligist sehen können. Alles Gute. Ja, danke vielmals. Wir sind hier beim ersten Frühjahrsspiel der Corinthians Soccer Women. Bei mir ist jetzt Savica Tatjana, eine der Spielerinnen. Tatjana, wie hast du dieses Spiel heute verfolgt? Ja, also wir haben relativ viel Druck gemacht. Es war ein hartes Spiel, weil es eben das erste Spiel war, weil wir nicht gewusst haben, wie ist der Gegner. Wir haben auch damals schon ein Vorbereitungsspiel gehabt gegen die erste Mannschaft, haben wir ziemlich stark gespielt, aber das heute war halt echt, es war ein hoher Druck mit dem neuen Trainer und alles. Ja, ich muss sagen, wir haben stark gekämpft, hätten mehr draus machen können. Aber ja, ich sage mal, wir waren zufrieden damit, mit der Partie. Ja, es war ein Geduldsspiel, es hat lange gedauert bis zum ersten Tor. Aber man sieht, Geduld lohnt sich und schlussendlich wurde es ein 6:0 Erfolg. Ich glaube, die ganze Mannschaft war damit zufrieden. Auf jeden Fall, ja. Und ich sage mal, für das war heute ein guter Start in die Saison und auf jeden Fall weiter so, würde ich sagen. Es ist so gepasst, ja. Und das nächste Heimspiel ist ja gegen Neulengbach 2, die zweite Mannschaft. Wie seht ihr da die Chancen gegen dieses Team? Ja, also da müssen wir auf jeden Fall gewinnen, weil wir haben es damals im Herbst ziemlich verhaut. Und da müssen wir drüber fahren über die und schauen, dass wir einen Sieg einholen. Ja. Na, damit wünsche ich euch viel Glück und vor allem ist der Aufstieg wirklich das Ziel? Ja, auf jeden Fall. Also das fühlt die ganze Mannschaft, wir wollen wieder zurück auf in die erste Bundesliga. Ich glaube, wir haben es im Herbst
bewiesen. Wir haben seit den Vorbereitungsspielen irrsinnig bewiesen, dass wir es wollen. Der Ehrgeiz ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, dazu wünschen wir Ihnen und euch, der ganzen Mannschaft, viel Glück. Danke. Und dass wir euch nächstes Mal dann wieder in der Bundesliga sehen können. Alles Gute. Danke. Der Manfred ist ja jetzt schon seit 2 Jahren oder was hier bei den Carinthians Soccer Women. Wie schaut es finanziell aus? Ja, finanziell ist es so, dass es ein Kampf ist, weil der Frauenfußball in Kärnten speziell noch nicht so ernst genommen wird. Da ist es sehr schwierig, an Sponsoren heranzukommen. Aber wir sind täglich bemüht, an Sponsoren heranzutreten, und so klammweise gelingt uns das, dass wir auch die finanzielle Basis schaffen. Ich habe Sie da hier oben in Glanecke wirklich einen tollen Partner, sagen wir mal so, mit dem Wabnik, Harald und Co. Was könnte man machen, dass man noch mehr Fans hier nach Glanecke oder überhaupt zum Damenfußball in Kärnten bringt? Naja, wir sind jetzt bemüht, dadurch, dass wir die Medien als Kooperationspartner und da vor allem die Kronenzeitung haben und die für uns jetzt natürlich auch medial den Frauenfußball entsprechend, über den Frauenfußball entsprechend berichten wird. Und da hoffen wir halt, dass das der Frauenfußball in Kärnten einmal ein bisschen in die Köpfe der Leute kommt und durch der eine und der andere versucht dann einmal daher zu kommen und sich so ein Spiel anzuschauen. Weil die Erfahrung hat gezeigt, diejenigen, die den Frauenfußball nicht kennen und dann da ein Spiel anschauen, die sind auch begeistert davon, weil sie gesagt haben, ja, wir sind eigentlich überrascht, wie hoch das Niveau in dieser Liga beziehungsweise auch bei den Frauen ist. Das können wir vom FanTV bestätigen. In diesem Sinne kommt es noch gar nicht. Das war's also, liebe Fußballfans, mit den Highlights vom Spiel der Carinthians Soccer Women's gegen die zweite Mannschaft der Sturm Graz Frauen. Die Carinthians Soccer Women's gewinnen mit 6:0. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Amigos FanTV.